Heute zeige ich euch, wie ihr eine Bettonschale aus Beton einfach selber machen könnt. Für eine Bettonschale benötigt ihr im Wesentlichen nur eine Betonform. Als Betonform benutze ich zwei unterschiedlich große Kugelhälften aus Plastik. Diese gibt es in jedem Bastelladen oder im Internet zu erwerben. Bevor ihr mit dem Betonieren beginnt, müsst ihr die Kugelhälften noch einölen, damit sich die Betonschale wieder einfach entformen lässt. Einfaches Salatöl reicht dabei vollkommen aus. Jetzt könnt ihr zum Betonieren übergehen. Füllt einfach die Betonform zur Hälfte mit Beton auf und drückt anschließend die kleinere Kugelhälfte in den Beton. Damit diese nicht wieder aufschwimmt, müsst ihr diese mit etwas beschweren. Jetzt könnt ihr den Beton entlüften. Klopft einfach die gesamte Betonform leicht auf den Tisch. Richtet zum Schluss die innere Kugelhälfte erneut aus, damit ihr eine gleichmäßige Wandstärke erhält. Nach 24 Stunden könnt ihr die Betonschale auspacken. Löst einfach die Betonschale aus den beiden Kugelhälften. Wenn die beiden Kugelhälften gut eingeölt waren, lässt sich das sehr einfach bewerkstelligen. Und schon ist eure Betonschale fertig. Für einen gleichmäßigen Rand könnt ihr nun den Rand mit Schleifpapier abschleifen. Mit einer elektrischen Schleifmaschine geht es natürlich schneller. Die Betonschale könnt ihr anschließend vielfältig nutzen. Ihr könnt sie mit Wachs auffüllen und erhaltet eine schöne Kerze. Oder ihr nutzt sie als Pflanzenschale und pflanzt eine Blume darin ein. Oder ihr verwendet sie als einfache Schale für Schmuck oder Ähnliches.